So, welcome back. Tag, Stopp ist beendet. Wie gesagt, wir kommen zurück in Part Nummer 2. Oh, was ist das denn? Porsche direkt in uns. Okay, wir haben 12 Liter Sprit. Mal gucken, wie lange die Reifen dann mitmachen. Müssen wir zuerst reinlegen in den Reifen oder wegen Sprit? Ne? Wetten werden jetzt geöffnet. Wie gesagt, Gewinnausschüttung nur an Plebs über 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Außer ihr seid schon süchtig, dann ist es nicht schlimm. Es ist ja überhaupt wie gesprungen, das eine Spiel. Komm, wir holen uns den Brasilianer. Den machen wir fertig. Und als Rache wird er uns in der Box unsere Brieftasche klauen. Das ist doch hier wieder Rassismuskeule. Dann ist, wie gesagt, ne, alles so Spaß. Nicht ernst nehmen, ist nur als Entertainment-Faktor gedacht. Schon gleiche Stelle schon wieder ausgeholt. Der Typ kann verkaufen gehen. Einfach PS-Taste gedrückt halten und instant aus dem Menü heraus installieren das Spiel. Wäre es ein Online-Charakter. So, wie gesagt, die Kurve, die ich nie hinkriege. Ich verstehe einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß es echt nicht. Also, ja gut. Also, gerade bin ich zu schnell reingefahren. Das war mir klar. Weil die Kurve ist einfach komisch zu fahren. Hier haben wir... Kamen wir sehr schön durch. Sogar kurz im fünften Gang gewesen. Heieiei. Was sehe ich erst jetzt? Das Riesenrad. Mit der Coca-Cola Zero-Werbung. Ich drehe am Rad. Vom Riesenrad. Ja? Versteht ihr mal? Ja? Ja? Ist das Schleichwerbung? Ist das Schleichwerbung in Gran Turismo? Komm, ich habe jetzt die Marke genannt. Ne? Coca-Cola und dann noch Zero. Ja? Wollte Zero, nicht Zero. Ich liebe diesen Clip auf YouTube. Ist das nicht Schleichwerbung? Weil hat nicht mal letztens ein deutsches, irgendein Landgericht dazu entschieden, dass Markennennung in Videos als Werbung gekennzeichnet müsste? War da nicht mal was? Oh. Ah nee, also war da nicht mal was? Also müssen jetzt große YouTuber, zum Glück bin ich jetzt keiner, sonst hätte ich jetzt noch mehr Arbeit. müssen jetzt hier Werbung, weil Markennennung jetzt irgendwie oben rechts in die Ecke schreiben? Weiß ich jetzt nicht. War schon krass. Ist mir die ganze Tech-Heuer-Werbung im Spiel. Ist ja, ne? Hier, Gran Turismo Sport. Sponsored by Tech-Heuer. Steht ja irgendwo dran, oder? Ne? Großer Lizenzpartner Tech-Heuer. Dennoch das Karussell mit Cola Zero. Das ist ja frech. Also, ich freue mich jetzt schon, wo wir gerade bei Getränke sind. Ich freue mich jetzt schon auf das Ende dieses Rennens. Nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Ja, sonst hätte ich jetzt überhaupt nicht gestartet. Weil ich mache jetzt... Wäre ja doof, wenn ich jetzt irgendwie Videos zeige, auf die ich keinen Bock habe. Weil dann ist auch die Stimmung nicht da. Also, kannst ja gleich aufhören. Nee, sondern... Ich bin ja jetzt schon wieder am Rumschwitzen, weil es wieder gefühlt 300 Grad ist. So circa, ne? Circa 300 Grad. Und das Tolle ist, ich habe schön Vanilleeis zu Hause. Bananen, Milch, wird püriert. Nennt sich dann lecker Shake. Das wird super. Gab sogar, vom letzten Shake gab es sogar einen Instagram-Beitrag. Von daher, ne? Instagram, crazyd.ttd für Vegetudes. Nochmal crazyd.ttd. Auf Instagram, ich bin recht aktiv dort. Immer wieder ein Hit da einzuschalten. Von daher, da macht er nichts falsch. Oh Gott. Gibt's auch ein bisschen so Background-Shit. Ich habe letztens ein richtig lustiger, unnütze Wissen-Fuck gepostet. Was aber erst in der nächsten Project Cars-Folge drankommt, die ich noch nicht gedreht habe. Von daher
könnte man da schon ein bisschen vorab erfahren. Auch das Shortclips Kupplungsvideo kam dort früher. Oder ist er noch dort auf Instagram. Auch mit einer anderen Kameraeinstellung von meinen sexy Füßen. Und also ich hatte auch dort Socken an. Nur die Kameraeinstellung war mehr auf die Pedalcam gerichtet, deshalb könnte man dort mehr sehen. Also wie gesagt, Instagram auch könnt ihr gerne besuchen. Da macht man nichts falsch. Ich bremse mal, weil ihr habt es gerade gesehen, die KI fährt da einfach stur ihre Ideallinie. Die kennt da nichts. Oh Gott, ja gut, die kennt auch nichts mit Kurvenbeschleunigung. Kennt die KI nicht. So, P3, Runde 11, kann man machen. So, die Kurve, die ich immer verhaue. Ich glaube, diesmal hat die KI die Kurve verhauen. Was machst du da vorne, blaues Auto? Ein bisschen Windschatten ziehen, wir kommen ran, wir ziehen rüber. Und sind weg. Wo bist du da hinten? Bye, have a great time. Am Limit. Na. Ah, ich dachte, ein bisschen früher wäre der Drehzahlbegrenzer da. Oh, vorne ist der Erste. Hallo, guten Tag. Ich glaube, wenn man bei der letzten Kurve auf dem Curbs da einlenken will, dann hat das Auto überhaupt keinen Bock. Dann sagt es, nee, ich drehe mich jetzt. Oh, das wird nichts. Eieiei, konnte ich in diese Kurve so viel geigen? Nur weil wir den Ersten gesehen haben. Verdammt. So, bei welcher Runde sind wir eigentlich in die Box gefahren? Bei Runde 9. Also eigentlich zwischen. Also bei der Runde 8 und 9. Dann müssten wir ja eigentlich bei Runde 16, 17 rein, richtig? Buckel. Oh, wir waren hier noch im Vierten. Eieiei. Es geht schon wieder los. Schaltfaul. Aber das ist der Erste. Also im Prinzip alles richtig gemacht. Die KI fährt die Kurve immer sehr weit innen an. Ich weiß nicht, ob das so ganz so geil ist. Ja gut, und wir fahren auch am Ende der Kurve sehr weit nach außen. Auch nicht ganz so richtig. Aber naja, es pendelt sich ein. Okay, jetzt meistern wir die Kurve hier. Naja, zu weit außen gewesen. In der zweiten Kurve. Ich sag's, ich krieg die Kurve nie hin. Oh, es gibt blaue Flaggen für den zwei Autos vor uns. Ein Auto vor uns. Der weiße da vorne. Aber wie gesagt, die Doppellinks. Ich beneide jeden Menschen, der die Kurve hinkriegt. Ich bin einfach zu kacke für. Da fahr ich hier einfach mal vorbei. Zack, fertig, Erster. Woo. Oh ne, da kommt er wieder. Habt ihr es auf der Karte gesehen? Der ist einfach knallhart abgekürzt. Zur Not spult man jetzt 10 Sekunden zurück. Der ist einfach. Man hat es unten rechts auf der Karte gesehen. Da sieht man ja die Streckenbreite. Der hat einfach mal die Curbs weggelassen. Also der ist einfach mal komplett. Das ist ja frech. Frech, Dax. Den kicken wir jetzt raus. Ah ne, ist kein Franzose. Oh, zu weit außen. Oh Gott. Hallo, E-Beams. Wer bimst denn du? Alter, eine coole Lackierung. Dieses Rot und Gelb, das passt. Sieht schön aus. Erinnert mich ein bisschen an Pommes. Aber ist auch nicht schlecht. Gott, oh Gott. Ich komme hier aber auch immer quer raus. Das ist Wahnsinn. Und Sonntagsfahrer links neben uns.
Das haben wir schön genommen. Zu gut, dass wir gerade nicht in einem Formel-1-Wagen fahren. Denn nach einer halben Runde hinterm Vordermann im Windschatten hinterher düsen, wäre unser Auto jetzt kaputt. Ne? Die Reifen wären im Arsch. Motor wäre zu heiß. Wir hätten keine Aerodynamik. Wegen Dirty Air und so ein Quatsch. Zum Glück fahren wir kein Formel 1. Das wäre nur stressig. Das ist ja so eine Realität, ne? Fährst du eine halbe Runde hinter dem Vordermann und du kannst ihn nicht mehr holen, dann musst du wieder zwei Runden erstmal das ganze Fahrzeug abkühlen lassen, damit es nicht kaputt geht. Das ist schon traurig. Aber naja. Aber trotzdem, man muss sagen, die aktuelle Formel 1 Season, die ist relativ, also die ist schon spannend für Formel 1 Verhältnisse. Oh, was macht der denn da? Noop, noop. Das war schon scheiße. Das war schon scheiße. Mr. Pizza Design. Nee, Pizza? Nee. Pommes Design da hinter uns. Wo ist er eigentlich? Da hinten. Ja, rechts und links und rechts und links Blinker. Schön zum Verspotten. Ist da in Deutschland eine Beleidigung, ne? Wenn man Leute anblinkt. Aber ich glaube nur mit der Warnblinkanlage. Aber kann natürlich sein, in anderen Ländern ist das wahrscheinlich wieder ein Kompliment. Wenn du Leute mit der Warnblinkanlage anwarnblinkst. Es ist halt wie hier, ne? Daumen hoch. Ist, was weiß ich, in Korea vielleicht wieder eine Beleidigung. Ich habe da mal irgendwo mal einen Beitrag gesehen. War wahrscheinlich Galileo. Die machen immer so einen Quatsch. Wenn die mal nicht das große Wasserrutschetest machen. Was auch irgendwie alle halbe Jahre drankommt. Oh, da kam der Tech. Wir sehen auch schon wieder auf den hinteren Schlappen, besonders hinten rechts, ist schon wieder ein gefährlich großer roter Balken zu sehen, der uns signalisiert, ah, ich bin leicht am Arsch. Pass auf, wie du da oben fährst. Okay, kurz mal Reifen auf der linken Seite abgekühlt, mit konstantes auf dem Rasen fahren. Aber hey, wir sind Erster mit 2 Sekunden Vorsprung. Das ist super. Okay, jetzt keine 2 Sekunden mehr. Das ist nicht so super. Fuck. Keine 2 Sekunden. Ich muss das Rennen neu starten. Das ist bitter. Oh Leute, jetzt die Kurve meister ich. Naja, gut. Wir haben es überlebt. Nennen wir es so. Oh, 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 okay, rechte Seite abkühlen. Das ist meine schonende Stutzschicht namens Rasen um den Gummi bilden am Reifen. Damit erstmal die Rasenfläche abgenutzt wird und dann das Gummi. Das ist hier 200 IQ Drive Style. Oh nein, ich habe schon wieder auf den Körper eingelenkt. Aber unser Auto ist nicht ausgebrochen. Abgebrochen. Ich fahre jetzt nicht mehr. Ich war noch auf dem Curb. Viel Benzin müsste ja noch reichen. Ja, 6 Runden, alles super. Oh, das wäre jetzt Gegenteil von super. Und super. Ich hatte zuerst Angst, ohne Traktionskontrolle hier zu fahren, aber ist eigentlich auch ganz... Also fühlt sich gut an. Ich hatte auch ganz früher mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich das mal in einem Video erwähnt habe, aber oder ich habe es mal so, nur so im Kopf gedacht, dass irgendwie Gran Turismo mit Lenkrad sich irgendwie komisch anfühlt. Aber vielleicht habe ich das nur gesagt, weil ich das halt nicht gewöhnt war. Klar, neues Spiel, ne? Muss erstmal auch wieder reinfinden. Ich bin halt nur Assetto Corsa und Project Cars gewöhnt und auch dazwischen und auch zwischen den zwei Spielen gibt es halt massive Unterschiede. Aber ne? Assetto Corsa oder Project Cars, beides fährt sich gut mit Lenkrad. Selbst Project Cars und auch mit Controller fährt sich Project Cars gut. Die ersten Folgen auf dem Kanal mit Project Cars war ja mit dem Controller. By the way, Project Cars, Controller und Rallycross, Leute, das ist die geilste Kombi der Welt. Also das ist wirklich geil. Und sogar ohne Traktionskontrolle, also ohne Pfeifen. Gab es auf meinem Kanal zu sehen. Von daher, es ist möglich. Ich habe auch Project Cars 1 mit Controller komplett gespielt. Und habe da, glaube ich, mit dem Controller und mit dem DTM-Auto die schnellste Runde auf der ganzen Welt auf der Nordschleife gedreht. Also wie gesagt, nochmal DTM-Auto, Project Cars 1, Nordschleife, Controller, war ich der schnellste Typ auf der Welt mit dem Controller. Also von den Controllern her. Ich glaube, insgesamt war ich
Platz 2. Ich habe aber jetzt lange nicht mehr reingeguckt, vielleicht bin ich nur noch Platz 5 oder so. Also von daher, Controller, ne? Gut, ich hatte auch, meine Controller-Einstellungen waren in Project Cast 1 und 2 auch anders. Da waren jetzt nicht Standard-Einstellungen. Aber sowieso, wenn man ein Spiel, ja, mehr spielt als sonst oder ja, wenn man denkt so, hey, ich packe in das Spiel mehr Zeit rein als in andere Spiele, dann kann man sich auch ein bisschen mit den Einstellungen beschäftigen. Ne? So ist es ja nicht. So, schön smooth raus. Wir müssen jetzt aufpassen, unsere Reifen sind relativ am Arsch. Oh, ich hab's doch noch gerade ich hab's vor noch nicht mal einer Sekunde noch gesagt. Ich hab's doch nicht mal vor einer Sekunde gesagt und dann... Mistake. Aber wir haben Vorsprung zu P2. Oh, das war ein Überrundungskandidat. Das ist doch egal da hinten. Okay, was ist das Vorsprung? Ist nur noch eine Sekunde. Mach ich gerade noch 6? Oh, wir sehen den Rot im Rückspiegel. Das ist Platz 2. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt... Ich will keinen weiteren Unfall beschwören, aber wie gesagt, wir müssen jetzt aufpassen, denn die Reifen sind schon gut am Arsch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gleich direkt in die Box abbiegen soll oder noch eine Runde riskieren soll. Weil eigentlich wären wir, wenn wir jetzt in die Box fahren, perfekt in der Strategie drin, ne? So alle 8 Runden in die Box. Also von Runde 8 auf 9 und von Runde 16 auf 17. Aber ich glaube, wir könnten noch. Ich glaube, wir könnten noch eine Runde. Aber wenn wir Glück haben, wenn ich das mal so ein bisschen hochrechne, könnten wir noch mal zum Schluss, wenn wir weiter so relativ reifenschonend fahren, könnten wir noch mal ganz zum Schluss die Super, also nur die weichen Reifen draufziehen. Und mal hier Richtung Sebastian Vettel-Style Rundenrekorde fahren. Oder Rundenrekorde, Runde Bestzeiten. Die absolute Bestzeit. Oh Gott. Deshalb kommen wir, machen noch eine Runde. Aber Leute, ich würde mal sagen, für euch gibt es jetzt schon mal eine Pause. Gibt es jetzt schon mal einen Boxenstopp. Denn morgen, Leute, 15 Uhr, auf der kleinen Wette Dudes, geht's weiter mit Part Nummer 3. Von daher, Leute, bis morgen. Haut rein. Bye bye and have a great time. Bye, have a great time.